Ah, dann machen wir doch gleich mal hier weiter. Du hast schon ein Reinärmchen. Warum hast du ein schnelles Reinärmchen? Ein normales Reinärmchen, wie alle anderen auch. Und Rausärmchen sind hier auch normal, weil er auf die Seite gelegt werden muss. Gut. Du Stromsparmodule, du Stromsparmodule. Und bau doch mal ein paar mehr von den guten Stromsparmodulen. Damit wir dich alle nach und nach ersetzen können. Und du arbeitest wieder nicht, weil du eine Eisenplatte drin hast, ne? Ja. Noch irgendjemand dieses Problem? Das langsam echt ausartet. Ja, brich die mal kurz ab. Wir brauchen ganz viele grüne Ärmchen. Bau, bau, bau. So, und nehmt ihr bitte nur Eisenerz. So. Genau. Tum, tum. So, so. Shift rechts, links, 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 links. Das könnte auch unser Eisenproblem beheben, wenn die Dinger mal durchgehen. Wenn die Dinger mal durchgehen arbeiten würden. So, jetzt sollte der Fehler ja nicht. Oh, na, hey. Jetzt sollte der Fehler ja nicht mehr auftreten. Können. So, das sollte der letzte gewesen sein. Jetzt baue bitte davon ganz viele. Gut, 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 gut. Das heißt, ich werde mir jetzt nicht angucken, wie viel Eisen im System ist, weil es wird nichts sein. Wow. Wird nichts sein. Was kann ich jetzt mit meiner Zeit am besten anfangen? Habe ich ein Robobot? Nein. Mein Spielercrafting ist eh ausgelastet. Ja, ich mache dann mal hier oben das Ding da dicht. Also nicht komplett. Lass mich hier durch, das Ding. Nicht komplett, sondern halt so, dass wir da die zukünftigen Roboports bauen können. Also hier einmal hochziehen und dann mit dem Water Beacon wegmachen. Weg, 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 weg. So, ich hätte gerne. Wo bist du? Da bist du. Water Beacon habe ich nicht dabei. Nicht ernsthaft. Also ich könnte es ganz schnell bauen, aber dann muss ich das wieder alles umwuseln. Ja, wusel ich es halt um. Bau bitte 2 Water Beacon. Warte ganz kurz, bis er das fertig hat, weil die dauern ja doch ein bisschen länger, die MK2-Dinger. So lange, bis wir sie halt auch komplett automatisieren. Moment mal. Ich kam gerade auf die glänzende Idee, Fabriken zu bauen, die die Module auf MK2 herstellen. Aber ich glaube, die hatte jemand vor mir auch schon. Ja, hatte jemand vor mir auch schon. Brech das Ding ab. Gib mir 50 von den... Oh Gott. Okay. Also es ist schön. Es ist wirklich schön, wenn... ich mitdenke und mich überraschen kann mit dem Mitdenken. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Module. Das heißt, ich reiße jetzt überall die eine raus, pack 2 rein. Tu die mal bitte hier. Nee, nicht hier unten. Da erstmal. Ich will immer nach da unten laufen, weil ich denke, dass hier das ganze Eisen herkommt. Aber das ist hier. So, MK1 raus, MK2 rein, MK1 raus, MK2 rein. Das kann ich, glaube ich, auch nicht schneller machen. Oh, du warst schon MK2. Du nicht. So, das sollte jetzt einen guten Boost geben. War das besser mit Pollution? Ja, ein ganz kleines bisschen Pollution, aber dafür viel zu viel Strom mehr. Also raus, rein, raus, rein. Die sollten jetzt alle fertig sein. Hier drüben. Stromspar. Stromspar. Was ist mit dir? So, wie viel Pollution machst du noch? 8,8. Das ist minus 60%. Die MK3er können wir noch nicht von denen, oder? Nö, können wir nicht. Ja, damit sollte das Ganze jetzt erstmal soweit okay sein. Strom
springt hin wie nichts Gutes. Kann ich aber erstmal nicht ändern. Bau davon schon mal 3. Ja, Solarpanels. Theoretisch wäre das ja noch eine Option. Ich lasse jetzt mal befüttern und dann gucke ich weiter. Stahl. Ich sehe wieder Stahl im System, aber nur 28 Stück. Ich sehe noch keine Eisenplatten. Aber das sollte sich gleich regeln. Jetzt, wo es hier nicht mehr zum Stocken kommt und so weiter. Aber hier oben kommt es zum Stocken. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Shift rechts, Shift links. Was macht der Stahl da? Nimm das mal mit. Alles okay, alles okay. Eisenerz staut sich noch. Ich brauche noch ein paar rote Fließbänder. Bau bitte. So. Das ist okay. Also Eisen sollte bald wieder reinkommen. Ich bräuchte eigentlich noch mehr Kisten. Aber das lasse ich erstmal. Chipfabrik. Nö. Chips sehen okay aus. Draht hält sich gerade so. Also eigentlich sollten wir als nächstes wieder eine blaue Drahtfabrik. Dann sehen, dass Draht steigt. Sobald wir sehen, dass das Draht steigt, hier draus wieder eine gelbe machen. Und dann schaukelt sich das so gegenseitig immer hoch. Dass wir immer genug grüne Chips haben und den Draht dafür. Rote Chips wären jetzt eher der nächste Schritt, ne? Seid ihr durchgehend versorgt? Ja, schaut gut aus. Ja, du machst jetzt Pollution 1,44. Wie viel machst du jetzt? Pollution auch 1,44, aber wir sparen Strom. Na, ist okay. Also theoretisch würde es sich lohnen, jede blaue Fabrik die Pollution-Module rausnehmen und die Stromspardinger da reinzuschmeißen. Aber ich glaube, ich mache lieber erstmal alle Fabriken zu gelben Fabriken. Und guck dann weiter. Die sind fertig. Oh, sehr gut. Dann bau bitte 3 Liquid Händler, damit wir hier das endlich fertig bekommen. Nee, stopp. Ein Liquid Händler und ganz viele verdammte blaue Kisten. So. Dann wollte ich oben das zuerst fertig machen mit den blauen. Flupp. Okay, gib mir kurz die Chips. Und das Kupfer und das Eisen und Zeug. Genau. Flupp. 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 Warum springst du so? Also ja, es sind die 39 Schmelzöfen. Das könnte es erklären. Danach die Roboports. Drills sind schon ein bisschen weiter ab. Die Fabriken, es ist gar nicht so viel, was die verbrauchen. Schmelzöfen. Bessere Schmelzöfen ist auch ein Argument, aber ich... Meine Warteschlange an Dingen für das Forschungsding ist ziemlich groß. Und wir kommen nicht hinterher. Wie viel Pollution machst du jetzt? 0,64. 0,36 und ist am Limit, was Stromverbrauch angeht. Ja, sehr gut. Raus, raus, rein. Also das Ding arbeitet eh fast nie, ne? Das ist Munition. Ja, jetzt wo ich gerade nicht töten gehe, ist das okay. Du bist hier falsch. Du arbeitest so lala. Hatten wir schon eine Fabrik gebaut, die Fabriken baut? Nee. Okay, dann bau bitte. Fabrik. Ja, mehr Logistik-Slots hätte ich auch noch ganz gerne. Für unter anderem das da. So, Fabrik ist da. Setzt die Fabrik, die Fabriken baut, wohin? Hier irgendwo, ne? Ja. Einmal für normale Fabriken, einmal für blaue Fabriken, einmal für gelbe Fabriken. Das könnte jetzt teuer werden. Bau davon mal einen Stack. Roboter sind jetzt schon alle ausgelastet. Ich... Das dauert noch, bis ich das Größen-Upgrade für den Roboter machen kann. Also vielleicht Skynet ein bisschen anstellen. Ja.
Eigentlich hätte ich ganz gerne bald die schnelleren Roboter, aber das 10 blaue Chips pro, das kannst du knicken. Ja gut, stellen wir dich mal um. Du baust nicht mehr die, du baust jetzt bitte wieder die. Und du kriegst wieder dein Zeug. Ja, das sollte jetzt ziemlich flott gehen. Woran hapert's? Rote Chips. Ja, zack. Zack, zack. Ein Roboter nach dem anderen. Gut, gut. Also ja, dass das alles flüssiger läuft. Dann haben wir hier wieder ein Energy Sheet. Achso, das hatte ich rausgenommen gehabt, um das andere reinzupacken. Ja. Du da, du da. Du machst bitte zur Abwechslung Sand. Ja, dann bohre ich nur noch ein paar Boiler. Tschutschunk. Die kommen denn hier und dürftest du auch schon arbeiten, ne? Achso, blaue Kisten mal wieder. Davon habe ich extra viele jetzt gebaut. Setz die überall hin. Und mach überall Shift rechts, links, 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 links. Jetzt sind die Roboter ganz lange ausgelastet. Links, 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 links. So, fliegt, meine Minions, fliegt. Fickt ihr. Da einmal zu. Da einmal zu. 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 Es fehlt noch eine Pumpe. Drei Liquid-Händler. So, und hier die Kisten. Jeweils. Ne, da haben wir ja schon. Ja, also drei Liquid-Händler, eine Pumpe. Pumpe. Liquid-Händler, Liquid-Händler. Oh, habe ich da auch einen Boiler? Da gehört ein Rohr hin. Baurohre. So, dann haben wir uns hoffentlich die Zeit erkauft für jetzt, keine Ahnung, 5 Folgen oder so. Genug Sturm. Das ist echt ein Krampf. Und eigentlich wollte ich ja immer so ein bisschen Puffer haben, ne? Das war ja so einer der Grundpfeiler, die sich übrigens andauernd wieder ändern, die Grundpfeiler. Aber einer der Grundpfeiler war, dass ich immer mehr Strom haben wollte, als ich jemals brauchen könnte. Aber das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig umzusetzen. Ding da, Shift rechts, Shift links. Rohr, zack. Sehr gut. Da ist noch einer. Du machst jetzt auch mal Sand, weil Sand voll zu bekommen dauert eine ganze Weile. Geht nicht so schnell wie bei Stein. Und wir können Sand eher gebrauchen als Stein momentan, wie es aussieht. Pumpe. Da ist die Pumpe. Noch was? Eisen fehlt. Ja, ich habe mir sagen lassen, das ist momentan eh so ein Problem. Wobei das hier echt schnieke aussieht. Weg, 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 weg. Ja, die schnellen Fließbänder bitte zu Ende. Zap, 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 zap. Gib her. Gib her. Bau einen davon. Und noch so ein Super Electric Drill? Also theoretisch könnten wir dann, wurde auch übrigens schon mehr von den Kommentaren vorgeschlagen, dass wir das hier alles wegmachen. Und dann hier auch so eine MK3 hinbappen oder zwei. Und das dann darüber alles laufen lassen. Bin ich sogar echt versucht. Was fehlt da für Stein? Ja, hol mal Steinziegel bitte. Tu hier wieder welche rein. Sollte ich auch demnächst automatisieren. Bau bitte einen davon. Das sieht lange aus. Ja, mach mal. Ist okay. Ich werde es aber nicht jetzt abreißen. Ich werde es erst abreißen, wenn ich den MK3 drin habe. Wenn überhaupt. Oh, das Kohlefeld hier unten hätte ich ganz gerne jetzt abgebaut. Das habe ich vollkommen ignoriert. Ich dachte, das wäre das Einzige da oben. Wegen Plastik hier, ne? Also Plastik ist momentan... Wir haben noch zwei Plastik, verdammt nochmal. Gib her. So. Kohle rein, rein. Dann hätte ich gerne die normalen Drills. Ein da... Ein da und beide befüttern eine Supply-Kiste. Und
ihr... Wie viel Strom verbraucht ihr? 90, aber ihr macht viel Smog. Genau, ihr braucht die guten Pollution Cleaning Module eigentlich.